Und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands mit Rico und mir, Luzi. Herzlich willkommen. Auf dem Weg zum Kommandanten. Erreichen Sie die Basis Armadillo. Das ist direkt vor uns. Ist gar nicht Armadillo, so weit. Armadillo. Alles klar. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Wie ist Bowman eigentlich in Bolivien? Wie gehen wir da vor am besten? Sie hat hier nach Edward Snowden gesucht. Wir sollten. So hab ich das zumindest gemacht, rechts von uns der Berg, dort erstmal mega viel spotten. Das macht echt viel aus, wenn man einfach die Leute erstmal markiert. Ja, aber das Ding ist, es sind diese lilanen, weißt du? Das warte, man kann ich von hier aus spotten? Oh, warum kann ich hier kein Fernglas nehmen? Das ist so ärgerlich, wenn ich auf einer Seite sitze. Ja, aber das würde ich trotzdem markieren. Wieso reden die ganze Zeit? Ja. Team unsere Mates. Bei mir nicht. Viel Glück dabei. Das wäre beinahe gelungen. Können wir mal aufhören zu reden? Vielleicht. Okay, Vielleicht kämpfen die Leute entschlossener um etwas, wenn du versuchst, es auszurotten. Okay, danke schön. So, das ist die Base mit diesen lilanen Typen. Das heißt, sie kommen sowieso immer. Ja, aber, also, man kann es schaffen, die komplett lautlos nach und nach wegzurotzen. Oh, really, Mann? Okay. Bitte? Really? Meinst du das echt ernst? Ja, ja, hab mich. Also, ich hab's hingekriegt. Ich hab von oben die schön markiert, konnte die nach und nach wegrotzen, in der Base dann alle ab. Von dem Berg da direkt, oder? Genau, da oben, da habe ich viele markiert. Kommt ein bisschen drauf an, also mein Fernglas ist halt auch ein bisschen geskillt, ja, weißt du, mit, Dass ich weiter reinzoomen kann und sowas. Ja, das ist natürlich zum, oh mein Gott, das ist natürlich vom Vorteil. Wann sich den Heli nicht zerschieße, Mann. So. Boah, das sieht doch Ruinen sind hier. Ah, war ich noch nie, ne? Bam, Alter. Harte Landung. Okay. Nice, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das lösen willst von hier. Geht das mit dem Fernglas echt? Warum sehe ich denn hier keinen? Ah, siehst du? Also ich kann noch ein bisschen ranzoomen. Aber das war's dann auch schon. Ich sehe gar keine Wache. Ja, wir sind zu weit weg wahrscheinlich. Ja, ich hab's das auch von hier oben gemacht. Kommt die Drohne ran, mal gucken. Ich meine, wir können ein bisschen näher ran, offensichtlich das Thema, aber... Ups, müssen wir ja, müssen wir wahrscheinlich machen. Ach, du bist ja schon da vorne, okay. Hä, warum laufen hier keine Wachen rum? Die sind da drin, aber man sieht sie, glaube ich, nicht. Also erstmal. Okay. Belohnung, Kommandant errichtet die Basis ausgerüstet von Luzi. Okay. Sponsert bei Luzi. Muss auch sein. Ach, da oben sehe ich einen Scharfschützen, warte. Aber den erkennt er leider nicht. Da ist einer. Was ist eine Sync-Markierung? Das ist dieses Q. Ah ja, stimmt. Ja. Da den sehe ich. Am Meer gerade nicht. Ja. Ich glaube, auf jedem Turm ist einer. Erstmal. Das kann sehr gut sein. Ich sehe einen im anderen Turm, kann ich auch nicht markieren. Ja, ne, der ist zu weit weg noch. Gut, da müssen wir doch ein bisschen näher ran. Ja, leider. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, schade, Schokolade. Schade, schade, Schokolade. Werden wir schon irgendwie hinbekommen hier, das ganze Ding hier. Das denke ich doch. Ich glaube, das ist, finde ich, die schwerste Mission bisher. Hier bin ich echt tatsächlich zweimal gestorben, glaube ich. Ja, ist halt optimal, wenn man es halt wirklich ohne Schießen, also ohne entdeckt zu werden. Ja, ist halt mega schwer. Vor allem, wenn du hier entdeckt wirst, dann hast du schnell mal fünf Dinger, fünf Sterne. Ja. So. Oh, Stern, guck mal da vorne. Ich fliege mal mit der Drohne. Können Sie die Drohne auch entdecken? Okay. Ja, können Sie. Okay, da oben ist auch einer. Alter, es sind viel zu viele, um entdeckt zu bleiben. Das ist echt geschafft. Ja, ja, komplett, ja. Allerdings war das bei Nacht. Abschuss bestätigt. Ah, hier vorne ist sogar einer irgendwo. Wow. Krass, wie viele, Mann. So ein Fernglas hätte ich noch. Da oben ist irgendwie keiner, kann das sein? Wo ist denn der? Ich muss die Reichweite mal ein bisschen skillen von der Drohne. Hier muss noch einer irgendwo im Turm sein, das kann nicht sein. Den einen Turm habe ich abgeknallt schon, der war direkt vorne dran. Ah. Den konnte ich schon weg. Genau, den konnte ich schon wegsnacken. Das ist gut. Schaffe ich den da auch oder ist es viel zu weit, ne? Ich will es nicht verkacken, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Versteht hast du schon ein Scharfschützengewehr? Nee, nein. Das ist der Stützpunkt, die Standardwaffen. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Judy und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Kann ich mich hier nähern? Guck mal, der da markiert ist, den brauchen wir lebend. Ah, okay. Wer? Wen brauchen wir lebend?
Der hat 130 Meter. Der weiße Punkt dort. Ah, der ist eh oben, glaube ich. Der okay. ist relativ... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wurde ich fast entdeckt. Mhm. Kennen relativ angenehmen Eingang. Da ist einer, den könnte ich abschießen. Ich weiß aber nicht, ob das, ob da noch einer hinten dran ist. Das weiß ich auch nicht. Das geht da weg, Mann. Wollen wir es einfach riskieren? Guck mal, hier ist ein sehr, sehr cooler Eingang hier vorne. Ah, Rico kennt die Special Tricks. Sehe einen Unidad-Soldaten im Bunker. Alles klar, Rico kennt den Geheimeingang. Ach so! Ja! Ja, aber du musst gucken, dass wir jetzt nicht jemanden direkt vor die Augen ist halt direkt einer, ja. Ja. Hast du den? Ja, guck mal. Tango getroffen. Oh, nice. Da hinten ist ein bisschen was. Das ist ja schon. Hier ist noch ein Dokument für mich, warte mal. Das ist ein Zivilist. Dankeschön. Gut, der oben im Turm ist down. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir den da oben wegkriegen, der schon markiert ist mit der 1. Wenn der vorne hier rankommt, hier ans Geländer, können wir ihn weghauen. Okay. Eine kleine Gruppe Tangos. Und da oben ist unsere Zielperson, der guckt gerade hier runter. Oh, okay. Ob ich da einfach unbemerkt reinkomme? Bestimmt. Wenn der nicht guckt, du kannst auch rein ihn verhören, alles ohne, dass wir die Wachen überhaupt ausschalten müssen. Aber der guckt gerade runter, ich habe Angst, dass er mich sieht. Warte mal, ich hab einen Ablenkungsköder. Warte, er sieht, warte. Sieht er, ne? Ja. Hat er jetzt Alarm? Ne, hat nichts gemacht, oder? Guck mal, ich werf mal da so ein Ding hin, vielleicht kommt der runter. Was war das denn? Ablenkungsköder, das interessiert ihn nicht. Der guckt halt hier runter, ne? Steinhart. Ein Drecksack weniger, super gemacht. Guck mal, komm mal zu mir auf meine Seite, wir können hier rumlaufen und dann da hochgehen. Der guckt, ne? Richtig penetrant, der Typ. Vielleicht hier lang. Das ist unglaublich, ey. Oh, hier sind so viele Sachen zum Einsammeln eigentlich noch, ne? Wir können die, sobald wir den geholt haben, können wir ja noch gucken, wie weit wir kommen. Wenn wir dann entdeckt werden, können wir abhauen. Hätten allerdings die Mission halt geschafft. Ja. Weil das Ziel schon erledigt ist. Hier kann man holen. Ja, easy, Mann. Kannst du ihn ja schnappen. So bin ich es gar nicht angegangen letztes Mal. So, was muss ich jetzt machen? X, ne? F, achso. Komm auch rein mit ihm, bevor du ihn verhörst. Ja. Komm mal hier rein, du Drecksack, Mann. Das ist erstmal schön verhört, ne? Mierda! Ihr könnt mich auch gleich umbringen, ich rede nicht, Carajo! Er würde nicht. Würde nicht, Carajo! Du hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte, aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket. Oye, Polito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Un borrego. Vale. Ja, ganz ruhig, ne? So, erstmal ja, Ende Gelände. Okay, haben wir alle Infos. Einsatz abgeschlossen. Gut. Wir können jetzt versuchen, noch nach und nach die Leute wegzuballern und dass er halt, ne? Weil falls sie die Kisten willst, die hier sind. Ja, es sind eigentlich schon viele, ne? Da oben, den könnte ich jetzt ausschalten, glaube ich, oder? Oder du? Ich hab ein Scharfschützengewehr. Ja, mach das du lieber. Nicht, dass ich's verkacke, Mann. Ich hab nicht mal einen Scope. Ich seh ihn leider noch nicht. Ich seh den Kopf. Pixel. Pixel? Ein Pixel. Na, ich trau mich nicht beim Pixel zu schießen. Ja, hier kann man noch was looten, oder? Ach, hier kann man noch was looten. Ah. Erstmal looten gehen. Es gab 500 Punkte, das Ding. Was? So, ich guck mal, was ich hier noch finde. Deswegen, also Waffenteil ist mega wichtig aufzuheben. Da kriegst du, wie zum Beispiel hier, das, was ich habe, dieses Gewehr halt. Das ist echt, echt ziemlich cool, das Gewehr. Ja. Verständlich, ey. Trau mich nicht zu schießen bei dem Typ. Ich trau mich nicht rauszugucken hier. Halt, die werden dich sehen. Hast du ihn verfehlt? Nee, ich hab verschossen. Oh. Ich hab nochmal verschossen, jetzt haben wir ein Problem. Kacke. Oh Gott, neben mir ist irgendwo einer. Wir können schießen oder wir können abhauen. Scheiße. Wie du möchtest. Oh, einer ist tot in meiner Nähe.
Es sind eigentlich nicht mehr viele, ne? Nee, viele sind es nicht mehr unbedingt. Scharfschütze zielt auf uns. Aua, fuck it. Ich könnte versuchen, den Alarm auszuschalten, dass sie keine Leute mehr holen können. Scheiße. Das ist zu spät. Dann lass abhauen, oder? Ja, wir sollten abhauen wahrscheinlich. Da, wo wir hergekommen sind am besten irgendwie. Den Heli nehmen? Das schaffen wir nicht. Ich stehe direkt davor. Dann nehm ihn, Alter. Rico. Wie komme ich raus, Alter? Fuck it, Mann. Steck meinen Charakter. Ich komme hier, glaube ich, gar nicht raus. Wie so eine Waffenkiste. Oh, kann ich gebrauchen. Hast du einen schießenden Heli? Ich hab's. Ja. Ach, du bist ja noch da mittendrin. Ja, natürlich bin ich. Oh mein Gott, Alter. Oh shit. Scheiße. Hätte ich dir ja geholfen. Ja, wahrscheinlich hättest du das. Aber ich kann mit dem Ding mega unpräzise schießen, nur. Okay, einen habe ich noch mitgenommen hier. Ich frage mich, ja, ob ich hier rauskommen soll, ganz ehrlich. Gibt's hier nicht irgendwie. Hier kann ich raus. Da, wo wir hergekommen sind, vielleicht. Das geht nicht, da ist keine Kiste zum Raufklettern. Scheiße. Ich kann jetzt nicht nach unten mit der Nase, weißt du? Sonst würde ich hier schießen. Rico lässt mich alleine hier, Mann. Kacke. Kommt ja auch nirgends raus, ist krass. Ich muss es halt nach hinten versuchen, glaube ich. Ich mach's jetzt einfach, komm. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Alter, wo ich hinschieße, ne? Das ist so... Oh, ich habe was gehackt. Oh. Ja, moin. Oh mein Gott. Ich habe einen Fehler gemacht. Was machst du? Ich habe einen Fehler. Oh mein Gott, ey. Ich wollte schon aus dem Heli raus und habe aber nicht gewusst, dass das eine ewig lange Animation ist, bevor der draußen ist. Ich bin relativ nah. Na gut, ich nehme das eine oder andere noch mit und ich bin noch unentdeckt geblieben, irgendwie, komischerweise. Ach, was, echt? Ja. Bin ich schlecht. Ja, finde ich auch. Komm, jetzt nimm das mit hier. So. Alles klar. Ich glaube, hier gab es einen Zaun, wo ich raus kann. Da hinten ist ein Ausgang. Ich hoffe, der Sniper ist tot. Die Tür ist offen, du kannst mich abholen. Ah! Rico, mein Freund. Hallo. Alles klar, ey. Ach, das sind drei Leute, die sind ineinander gelaufen, alles klar. Ich check's gar nicht, wo es herkommt. Könnte ich ein CS sein? Fuck, voll der KI-Aussetzer gerade. Hä, wo sind die ganzen Kisten hier? Bin ich blind? Soll ich nochmal reinkommen? Zu dir, ist das safe? Ganz hinten bin ich halt, ne? Also okay. Ganz im Norden, falls das Norden ist. Wird angezeigt, dann weiß ich, wo es ist. Okay, jetzt werde ich zwar trotzdem noch beschossen, aber es passt, glaube ich. Wer schießen da? Die Gegner. Auf was? Auf mich. Ach so, du auf dich, Mann. Ja. Ich habe die ganze Zeit ein wackelndes Bild, als würde was explodieren. Nicht sterben, Rico. Nee, alles klar. Ach, du hast das Tor geöffnet. Ah. Es war schon offen, komischerweise. Hier gibt's halt mega viele Sachen noch für dich und so wahrscheinlich. Na, die habe ich schon gelootet, ja. Okay. Mann, was ist eine Action hier wieder? Kann das sein, dass wir, by the way, dieselben Charaktere haben optisch? Kann sein, ich hab so einen Zopf hinten. Nee, dann nicht ganz. Alles klar. So, ist irgendwo noch eine Waffenkiste. Müsste. Geht's noch weiter hoch? Lama-Ding. So. Lebt der Heli noch? Alter, was ist das für eine coole Knarre, bitte? Ach, da oben ist es. Alles klar. Falsche Waffe. Ich habe alles. Okay. Nice. Gut. Oh, ich habe eine Waffe entdeckt sogar. Sieh mal einen an. So, ich markiere mal die nächste Mission sonst. Mhm. Geht klar. Wo bin ich? Hier abgeschlossen. Polito Sportwagen. Es wäre das nächste. Okay. Ah, die ist ziemlich cool. Ja, ich weiß. Gut. Dann würde ich sagen, wir verpießen uns aus der Base und sehen uns natürlich dann in der nächsten Folge bei El Politis Garage. So sieht's aus. Alles klar, bis dann. Ciao.